So, dann fangen wir mal an. Also was ich denke, was ich mir jetzt so überlegt habe quasi, was wichtig ist in dieser Situation, das ist ja quasi wie so eine Geburt. Ich hatte ja schon zwei normale Geburten und ich denke, also ich werde auch noch homöopathisch was machen und sowas werde ich euch auch noch erklären. Aber ich denke, das sollte jetzt so eine Mischung sein zwischen Gebärmutterkontraktion und Platz machen im Becken. Also sozusagen wirklich ungefähr, als ob man die Wehen einleiten möchte. Also da wird ja dann auch Treppensteigen empfohlen oder schnell laufen. Das sind beides auch Sachen, die würde ich euch auch empfehlen. Ich merke auch jedes Mal, wenn ich länger jetzt ein bisschen schneller spazieren gegangen bin oder sowas, dass danach wirklich die Blutungen ein bisschen mehr einsetzen. Also ich blute so am Tag, das ist so komisch, ich blute am Tag so leicht eigentlich und morgens ist manchmal ein bisschen stärker. Ich denke, das liegt daran, dass ich halt liege. Wir haben auch Sex. Ich muss sagen, ich habe jetzt viel gelesen über Polypen, dass sie danach sehr bluten. Das kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Eher im Gegenteil. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Aber das kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Klar, wenn man dann Sex haben möchte und sowas, muss man natürlich sich sehr gut mit seinem Partner austauschen. Muss sich sehr gut kennen. Der Partner soll sehr einfühlsam sein und auch dann auf die Partnerin achten und wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass ihr sprecht miteinander. Also, dein Mann kann nicht wissen, wie du dich fühlst. Der kann auch nicht wissen, ob dir was wehtut, ob dir irgendwelche Stellungen wehtun oder was weiß ich was. Das kannst nur du wissen und auch nur du kannst deinem Partner das mitteilen. Deswegen ist das super, super wichtig, dass ihr euch, falls ihr Sex haben wollt in so einer Situation, es ist ja nicht verboten, also verboten sowieso nicht, aber es ist auch eigentlich nicht wirklich bedenklich vom Körper her. Also, na klar, man blutet ein bisschen. Das mögen ganz viele Frauen sowieso schon nicht, aber das bleibt halt jedem selber überlassen, wie ihr das handhabt oder was weiß ich was. Aber falls euch da die Leidenschaft überkommt, macht euch da keine extremen Gedanken. Es kann sein, dass da hinten danach ein bisschen doller blutet, aber solange ihr keine extremen Schmerzen dabei habt und wirklich einfühlsam das Ganze ein bisschen macht, vielleicht einfach ein bisschen langsamer oder was weiß ich was, glaube ich, tut einem eine gute sexuelle und nahe Beziehung zu dem Partner auch in dieser Situation, weil man sich körperlich sowieso schon so ein bisschen komisch fühlt, sehr viel besser, als wenn der Partner total auf Abstand geht, sich vielleicht ekelt oder man selber sich ekelt oder sich irgendwie scheiße fühlt oder was weiß ich was. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema. Ich kann da gerade auch nur so gut drüber sprechen, weil ich das über Wochen mit meinem Mann, mit meinem Freund besprochen habe, wir ganz viel ausprobiert haben. Ich mir das einfach schon sehr toll von der Seele reden konnte, ihm wirklich gut mitteilen konnte, was bei mir los ist, wie es mir geht. Mit meiner Tante schon gesprochen, die ist Psychotherapeutin, meine Großtante. Das hat mir auch super gut getan. Das ist sowieso, also neben meinem Mann, meine nächste Person. Die weiß eigentlich auch so ziemlich alles von mir. Also wenn ihr solche Personen habt, denen ihr euch öffnen könnt, das ist natürlich super schön. Wenn ihr diese Personen nicht habt, ich mache das auch wirklich, damit ihr euch ein bisschen austauschen könnt. Wenn ihr in dieser Situation seid, ein bisschen Hilfe und Unterstützung möchtet, ihr solltet auf jeden Fall einen Arzt. Ihr habt Anspruch auf eine Hebamme, auch wenn das keine intakte Schwangerschaft ist. Ihr habt Anspruch auf eine Hebamme. Sucht euch eine gute Hebamme, die euch begleiten kann. Fahrt vielleicht, wenn ihr euch ganz unsicher seid, doch nochmal ins Krankenhaus, lasst euch untersuchen. Also nehmt auf jeden Fall auch diese schulmedizinische Seite mit in Anspruch, aber guckt halt einfach auf, was euch wirklich gut tut und eurem Körper gut tut. Genauso wie jetzt bei den Übungen. Also ich war gestern im Fitnessstudio. Ich habe da einmal einen Kraftzirkel gemacht zum Muskelaufbau. Mit meinen alten Gewichten, mit denen ich vor ein paar Wochen aufgehört habe, habe aber nur eine Runde gemacht und ja, habe ganz leicht Muskelkater hier oben und habe danach mit der Black Roll ziemlich doll gearbeitet, weil ich halt meinen Unterbauch ein bisschen trainieren wollte, wegen der
Kontraktionen in der Gebärmutter, Beckenbodenmuskulatur aufbauen, Bauchmuskeln wieder aufbauen und so. Ich denke, das ist in diesem Fall ganz wichtig, damit der Körper auch Druck ausüben kann dann in dem Unterbauch. Und dann ist mir plötzlich super schwindelig geworden, plötzlich, wirklich plötzlich, also das habe ich nicht kommen sehen, super schwindelig geworden und auch ganz schlecht geworden. Und da habe ich natürlich sofort aufgehört und habe mich erstmal hingesetzt und hingelegt und habe erstmal wirklich dann 10 Minuten da Pause gemacht. Also wenn euch das passiert, sofort aufhören, sofort auf euren Körper hören, nicht sofort aufstehen. Das ist einfach wirklich auch so eine Situation, das ist auch anstrengend für den Körper. Und das habe ich auch gestern nochmal ganz doll gemerkt. Und von daher, ich fange jetzt nochmal ganz, ganz langsam an, hier ein bisschen was zu machen. Hört bitte auf euren Körper, macht da nicht zu viel, ärgert euren Körper nicht, der soll mit euch zusammenarbeiten. Und ihr möchtet in diesem Fall, falls ihr euch dazu entscheidet, diese Fehlgeburt sozusagen natürlich abgehen zu lassen, ja, solltet ihr wirklich mit eurem Körper da zusammenarbeiten und nicht versuchen, den irgendwo hinzudrücken, wo er nicht hin möchte. Genauso ist das mit Pausen machen, legt euch hin, wenn es euch nicht gut geht. Nehmt euch ein bisschen Zeit für euch selber. Ich werde jetzt, mein Freund wird von Freitag bis Sonntag ein paar Tage zu seinem Bruder fahren. Die Kinder sind bei ihrem Papa. Und ich habe hier ein paar Tage wirklich für mich alleine und die brauche ich auch und die möchte ich mir auch gerne nehmen und das ist auch ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich schon wieder so viel gesprochen. So, jetzt geht's aber los. Also, was ich jetzt als erstes, ich würde jetzt erstmal anfangen, mein Becken ein bisschen zu lockern. Und zwar, was machen wir denn als erstes? Also es gibt so viele, viele Sachen. Ich werde euch bestimmt auch noch ein, zwei Videos dazu machen. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz langsam an. Falls ihr schwanger seid und noch schwanger bleiben wollt, macht bitte die Übung für den Bauch, wenn es drückt, nicht unbedingt mit. Ja, die anderen Übungen vielleicht schon. Also ich werde mich jetzt erstmal in eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung geben, vom Becken her und den Bauch immer so ein bisschen damit quetschen. Das heißt, ich gehe jetzt immer nach vorne. Und jetzt auch aufpassen, man kriegt dann natürlich ein bisschen schlechter Luft, aber der ganze Rücken kann sich einmal rund machen und entspannen. Schön die Arme nach vorne strecken. Wieder aufrollen die Wirbelsäule und dann einmal nach hinten und das Becken nach oben drücken, soweit ihr könnt. Das spannt ein bisschen an den Oberschenkeln. So, jetzt macht ihr ganz viel Platz im Bauch. Immer schön in den Bauch atmen. Und wieder nach vorne. Wenn ihr so hoch geht, dann müsst ihr wirklich gucken, dass ihr die Wirbelsäule so Wirbel für Wirbel aufrollt. Nach hinten. Arme nach hinten greifen. Ihr merkt jetzt so ein bisschen so eine Dehnung hier vorne in den Schultern. So, und dann den Hintern hoch. Nur so weit ihr könnt. Wenn ihr nicht ganz durchdrücken könnt, ist auch gut. Vielleicht macht ihr auch die Beine ein bisschen auseinander, wenn der Bauch schon ein bisschen größer ist. Und schön strecken den Rücken. So wird er nochmal ganz anders durchgebogen. Also kann er sich gerade strecken, nicht rund.
Was wichtig ist immer wirklich, konzentriert euch auf eure Atmung und versucht euch in den Übungen immer Anspannung und dann auch wieder Entspannung. Machen wir noch eine andere Übung, die kennen wahrscheinlich ganz viele von euch. Einfach immer den Beckenboden, also das Becken einrollen und wieder ausrollen. Also immer einen Buckel machen und dann ein bisschen Hohlkreuz machen. Das nennt sich Katze und Hund im Yoga und beim Pilates wird sowas auch viel gemacht. Was dabei wichtig ist, Hände unter den Schultern. Knie ungefähr unter den Hüften, Füße sind flach auf dem Boden und worauf ihr jetzt achten müsst, ist, dass ihr den Beckenboden anspannt. Also das ist hier der Bereich, hier habt ihr Muskeln an der Gebärmutter und auch hier unten im unteren Bereich am Damm, das so ein bisschen anziehen. Also ihr zieht sozusagen den Popo und den Damm Richtung Bauchnabel so ein bisschen, probiert das mal. Und den Bauch und den Bauchnabel anspannen. So. Und jetzt nochmal wieder locker lassen. Und nochmal anspannen. Und nochmal locker lassen. Also nur einmal, dass ihr das Gefühl dafür kriegt. Und wenn ihr jetzt nach oben geht, so den Hintern hier reinschieben und so einen Buckel machen und den Kopf wirklich eindrehen, hierhin, dann ausatmen und anspannen. Und wenn ihr wieder hoch geht, einatmen, ausatmen und entspannen. Also das soll wirklich, der Rücken soll hier wirklich so ein bisschen durchhängen quasi, den Popo schön rausstrecken, Kopf nach oben. Ihr spürt jetzt wahrscheinlich hier in der Brust, also der Brustraum soll sich öffnen. Und wenn ihr wirklich tief einatmet, also wirklich versuchen, bis in den Bauch einzuatmen, dann merkt ihr, wie der Bauchraum wirklich ein bisschen weiter wird. Könnt ihr ruhig ein paar Mal machen, also dass ihr wirklich gut entspannt und wirklich viel Platz auch lasst im Bauch und in der Brust. Wir atmen alle ziemlich flach. Und sind deswegen meistens nicht so wirklich gut versorgt mit Sauerstoff. Deswegen ist das wichtig, dass man immer mal so Atemübungen macht. Der Körper braucht natürlich, um Energie zu haben, Sauerstoff. Das wissen wir ja alle. Und dafür sind solche Atemübungen natürlich super. Und wieder ausatmen. Ihr könnt die Übung, ich mache sie jetzt immer nicht ganz so lange, wenn euch Übungen besonders gut gefallen oder ihr merkt, die tun eurem Körper besonders gut, dann macht die einfach ein bisschen länger. Oder wenn ihr merkt, oh, diese Position ist gerade für meinen Rücken total gut oder fühlt sich total gut an vom Luftholen, dann bleibt einfach in diesen Übungen. Also ihr müsst das nicht in einem super Tempo machen, ihr müsst nicht die Abstände unbedingt einhalten, ihr müsst aber hundertprozentig auf euren Körper hören, was der Körper gut findet, was nicht, was er schon gut kann, was nicht. Also ich merke jetzt zum Beispiel durch dieses Zusammendrücken, meine Atmung wird wieder ein bisschen schwieriger. Also kurz vielleicht einfach Pause machen. So, jetzt hinlegen auf den Rücken. Die Arme liegen hier an der Seite. So ein Zopf, das ist nicht ganz so ideal. Vielleicht besser den Kopf richtig auf den Boden machen. So, und jetzt... Füße stehen ungefähr hüftbreit auseinander und jetzt immer mit dem Becken, wo mit dem Becken, so, könnt ihr jetzt einmal so hin und her schaukeln, damit ihr das schon mal so ein bisschen mobilisiert. Meistens, wenn man so liegt, liegt man so ein bisschen im Hohlkreuz auf dem Boden, also gar nicht wirklich mit dem ganzen Rücken auf dem Boden. Da könnt ihr jetzt mal so ein bisschen mit rumspielen. Das tut allein schon meistens gut, wenn man irgendwas im Rücken hat
Und das ist auch einfach eine schöne Übung. Und es muss immer gar nicht so viel sein, um das Becken ein bisschen zu lockern. So, jetzt fangen wir dann mit Muskelanspannung. Wie doll ihr anspannt, das bleibt auch euch überlassen. Wenn ihr schon mehr anspannen könnt, spannt mehr an. Wenn das nicht geht, spannt nicht mehr an. Dadurch, dass ihr jetzt eine größere Gebärmutter habt, einen größeren Bauch habt, kann das sein, dass wenn ihr jetzt gleich so nach oben geht, dass das für euch super unangenehm ist und auf den Magen drückt und hier unter den Rippen. Dann lasst ihr das bitte einfach, sondern rollt einfach nur so ein bisschen mit dem Becken auf und ab. So, für alle, die das gut abkönnen, einmal so. Jetzt Becken hoch und den ganzen Rücken mit hochnehmen. Schultern vielleicht ein bisschen nachziehen. So, und jetzt hier halten, Popo zusammenkneifen und Beckenboden anspannen. Bauchnabel reinziehen. Und hier bleibt ihr einfach so lange, wie ihr könnt. Wenn ihr denkt, nee, es ist nicht mehr gut, dann langsam den Rücken wieder abrollen. Und jetzt auch wirklich wieder ins Ruhekreuz gehen und dann so zusammen wieder Schwung holen und wieder nach oben. So. Im Atemfluss würde die Übung so sein. Hier. Aber ihr könnt die in dem Takt und so machen, wie ihr möchtet. Was man immer macht, ist, wenn man anspannt, atmet man aus. Das ist eigentlich in allen Übungen so. Und wenn man Platz macht, atmet man ein, dass man einfach noch mehr sich dehnen kann. So. Wer das kann und wer das schafft, der kann in der Position, wenn er oben ist, so. Zur Unterstützung kann man die Schulterblätter ein bisschen weiter zusammenziehen. Einfach immer ein Bein hoch, runter. Hoch, runter. Hoch, runter. Hoch, runter. Dabei aufpassen, dass man möglichst in der Hüfte gleich bleibt, also gerade bleibt. Aber ich merke jetzt zum Beispiel schon, durch dieses Quetschen, kommt die Flüssigkeit aus dem Magen entgegen. Dann hinsetzen, Platz machen für den Bauch. Das macht ihr am besten in dieser Position. Tief Luft holen. Wirklich auf den Körper hören. Ihr sollt euch hier nicht überanstrengen. Ihr sollt den Körper damit unterstützen und nicht irgendwie bis zur weißt du 13 oder was weiß ich was. So, wer kann das auch so machen mit den Füßen. So. Und dadurch kann man das Becken nochmal schön öffnen, ein bisschen vorschieben und zurück. Vor und zurück. Kann ein bisschen hin und her wackeln. Also, dass man wirklich wieder ein bisschen Platz macht hier. Übrigens ist meine Hose, die ist eigentlich grau. Mein lieber Schatz, der wäscht zur Zeit auch Wäsche und hat leider etwas Rotes mitgemacht. Ich trage sonst nie etwas Pinkes, aber diese Hose werde ich tragen und lieben. Ich, wirklich. Ist mir auch schon passiert. Wem ist das noch nicht passiert? So. Nochmal nach vorne ein bisschen aufdehnen, dann merkt ihr hier wirklich eine Dehnung. Wirklich immer nur, es kann sein, dass ihr wirklich nur so weit kommt, versucht trotzdem euch ein bisschen nach vorne zu dehnen. Und ja, da war die Kameralaufzeit schon zu Ende.
Ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Ich hoffe, dass ihr in einem guten Umfeld seid, dass es euch gut geht und ja, bis bald. Tschüss.